Ja, unser Weg hat uns jetzt geführt von der Pazifikküste rüber an die Karibik. Wir sind von Guelbos aufgebrochen. Dort hat es ja in Strömen geregnet im Nationalpark. Wir waren in Uvita dann. Da gibt es wirklich einen wunderschönen Strand. Wir sind nebenbei in so ein Dörfchen abgebogen, wobei 10 Kilometer auf so ein Dörfle zu fahren, dann so ist wie 60, 80 Kilometer auf normalen Straße. Die Strände sind total unterschiedlich, mal mit ganz vielen Steinen, mal mit dunklem Sand, mal mit weißem Sand, sehr, sehr verschieden. Wir haben in Uvita kurz Halt gemacht bei zwei Schwestern, die so ein Projekt verwirklicht haben. Ja, haben wir uns dort eine Übernachtung gesucht. Dieses Zimmer war es nicht, denn die haben mehr verlangt wie in Booking.com. Das fand man irgendwo nicht ganz fair. Sind dann weiter, weil es dann wieder geregnet hat. Zwischenlei Sonnenschein, ihr seht es hier am Strand, ganz kurz, haben Halt gemacht mit hier ganz klein der Toucan drauf, ganz viele Affen auf dem Baum, haben Ausschau gehalten und sind weiter Richtung Golfito. Auch hier dann wieder ganz viel Regen, deswegen haben wir da auch kaum Fotos und als wir dann am nächsten Tag weitergefahren sind, waren die ersten Stunden noch richtig schön mit der Aussicht und dann hat es auf der Panamerika dann auch angefangen in Strömen zu regnen. Wir sind von daher dann weiter Richtung Karthago aufgrund des Regens und haben gesagt, dann werden wir einfach gleich weiterfahren Richtung Karibik. In Turrialba haben wir in der Jugendherberge mal übernachtet und dann ging es weiter durch Karthago durch. Ne, das war natürlich vorher Karthago, sorry. Nach der anderen Seite Richtung Cahuéta, dort ganz viel Container auch, Hamburg Südisch übrigens Dr. Oetker. Und hier dann an der Karibik wunderschönes Wasser, kleine Wellen, ja, entspannte Menschen. Und wir haben eine schöne Unterkunft gefunden, ein bisschen abseits. Wenn man Auto hat, ist es gut. Haben gut gefrühstückt und freuen uns auf die Zeit jetzt in der Karibik.